Ja. Morgen. Morgen. Wir sind im Chillertal. Genau. So chillig ist es aber noch nicht. Nein. Aber das ist so krass kalt. Sieht man? Nein, das sieht man nicht. Also. Echt? Das sogar den Sattel vereist hat. Nichtsdestotrotz, von mir den Heimberg auf. Coole Sache. Ja. Wieder Highlight. Wir haben heute am 24. November schon. Genau. Ein Monat ist Weihnachten. Ja. Ja, geht da hier. Ja, wir sind daheim. Da kommen wir nicht. Oder kommen wir schon, aber die Auflagen sind so geschissen, dass nichts dankbar ist zum Ausland, wo wir hin wollten. Jetzt kriegst du noch da oben drum. Ja, schaut ganz gut aus. Ja. Läuft eigentlich alles bei den Alten, die GoPro hat sich wieder aufgehängt, der Akku ist halber zu leer, Radl sind eingefahren, hören wir uns mal dumm, wie es beim Ausrahmen, halber den Sachen mal vergessen. Also ganz normal, wie immer. Also nichts außer drum. Quatsch nicht lang, zieh mal so, das frieren uns irgendwas ab, die Piep ab und ja, bei dir die Piep steck und das war's dann. So, in Stumm geht's los. Eine Nebelsuppe, pst. Kalt. Aber jammern tun wir dafür nicht. So, wir sind an der Sun. Ja. Da fahren sie zwei Hunde. Schicke ich dir mal voraus. Sicher ist sicher. Ja. Die rollt einen zweiten Hund aus, wenn dann haben wir das Video. Wenn wir das. Ja. Das ist nicht was anderes. Zuerst spielen sie in seinen Ohren. Das ist ganz was anderes, oder? Das ist ja der Hund. Bei uns geht es jetzt in Waldeiche. Wir sind jetzt auf 1200, gell? Ja. War glaube ich unten. Und da geht es jetzt dann aber wieder Asphalt, Schotter und dann eigentlich fast bis zum Gipfel tretbar. Ich war das letzte Mal mit der Alina am 6. Jänner rum, also im Hochwinter, da war halt ja kein Schnee und die Welt war in einem besseren Shape. Und wir sind dann in den Trailer auch mit den Fetten. Ja, jetzt hat sie den Akku putzt. GoPro-Leiden irgendwie, gell? Dass das irgendwie so aufhängt, das Teil da. Hm? Essen kostet auch nicht. Scheiße. Ja, schmeißen wir einen Bach euch. Nein, keine Ahnung, was er hat. Ich wollte nur sagen, wir sind damals im 6. Jänner, glaube ich, war das, oder 8. Jänner. Auch. War echt cool, viel Schnee. Heute abnormal, 24. November. Ja, ich schwenke euch kurz auf die Victoria Gloria durch einmal. Die zeige euch, wie trocken dass das da ist. Das ist Wahnsinn. Also, das ist echt abnormal. Und genau, man muss halt nur schauen, bei den Zeiten, jetzt ist 60, wie knapp die Sonne jetzt ist. Es ist jetzt glaube ich 10 schon oder so, um den Dreh, dass man da wirklich 10 vor 10, die innere Uhr passt gut bei mir, das heißt, ich bin relativ gesund. Gut geplant, weil sonst fährt man da Ewigkeiten im Schatten auf. Ja. Mhm. Also komplett Ewigkeiten. Und da seht ihr, wie trocken das ist. Bitte, vor 3 Tagen haben wir einen Wintereinbruch gehabt und jetzt sind Südseiten komplett trocken. Ich bleib da. Du bleibst da, ich fahr auf, schau mal an Trello und hoppala, wir sehen uns dann, oder? Da fast ein Bach drüber gekugelt. Und wir sehen uns dann, ja, im Sommer. Cool, 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 kann man sagen. Für die Leute, was da unten sind. Weil da ist jetzt der Nebel erst aufgebrochen. Ja. Und bei uns herum ist es richtig warm, also wirklich warm. Macht man gar nicht und so trocken, das hätte ich auch nicht geklappt, weil wir waren erst vor 2 Tagen da Wangelalm drin und da hat es schon gescheit Schnee gehabt. Auf jeden Fall. Ja. Das darf man nicht jammern. Ja, Schnee schon gestartet, ja. Mhm. Ja, weit rauf haben wir es nicht mehr. Was sagst du? Da drüben. Da hinten, ja. Skigebiet. Weit rauf haben wir es nicht mehr. Wenn jetzt so zum Treten sind, schätze ich so 200 Höhenmeter. Und der Rest ist dann zum Tragen. Genau, so schaust du jetzt aus. Coole Kulissen. Genau da hinten in das Meierhofen. Und da ist gegangen sind also zum Gletscher.
Ja, viel mehr gibt es derweil aber nicht zum Sagen. Mehr dann oben. So, bei uns hat der Winter wieder eigentlich erkalten. Aber ihr seht es mir nicht ganz, wie ich gezogen bin. Es ist zwar Schnee am Boden, aber es ist wahnsinnig warm. Wachs. Bei uns geht es jetzt die letzten Meter auf der Straße dahin. Ein Bombenpanorama und kaum Schnee. Echt der Wahnsinn. Also im Herbst die Südseiten fahren oder halt da Gegenden fahren, wo es eher zu nie hat, schon gut wärst. Du musst echt noch viel fangen. So, bei uns geht es tragend weiter. Ich hab die Wicke da. Ich hab heute halt nicht so einen Tuba. Kein Tuba? Ja, ah, scheiße, mir Tuba. Aber dafür gleich warme Füße. Ja. Wie immer, mega Geschichte herum. Obwohl es zum Anfahren tricky wird, weil der Boden recht nass ist da. Aber zumindest schneefrei. Also wir sind schlimmeres gewohnt. Ja, ich schätze jetzt 20 Minuten noch dran. Dann sind wir am Gipfel, was nicht fahrbar ist. Also die letzten paar Meter über den Gipfel belaufen klettern. Die Bikes lassen wir runter. Und dann gibt es eine Jausner. Und dann freuen wir uns auf die Abfahrt. Oder? Ja. Super. Bergheil. Bergheil. Wir haben es geschafft. Ja, richtig cool herum. Ich schwenke da mal so durch. Wahnsinn Aussichtsberg. Und super Sicht. Es geht leichter Wind, deswegen haben wir uns jetzt da vorne noch was angezogen. Wie wir da rauf sind, ich habe echt nur das Trägerlei gehabt da. Mit dem Trägerlei, weil da war es nicht so prickelnd. Und Vicky ist auch brav bei Nuhäuseln. Ja. Und es ist echt krass, wie nordseitig weiter Schnee hochgeht. Und südseitig, wir sind jetzt auf 2,1 knapp. Überhaupt nichts. Also Wahnsinn einfach. Und irren Ausblick auch. Ganze Ziller da raus, hinter den Ochen sehe ich Wahnsinn. Hinter noch wirklich satt, ja. Ja, sind Sie hergerichtet? Ja, sind Zeit. Salami? Ja. Brot? Speis? Bei dir? Kaki? Apfel haben wir noch am Wanderschnitten, das ist noch Speis. Energie auf Ski. Ja. Ja, und so schaut unsere Mittagspause jetzt aus. Einfach. So schaut mal euch. Wirklich cool. Und gar nichts los, gell? Ein Wanderer und zwei Fallschirmspringer. Schau da, damals haben wir da. Versuche irgendwie zum Starten. Ich hoffe sehr, dass es da packen. Das ist eine blöde Geschichte. Mhm. Ja. Yeah. Boah, ist die schwierig, ha? Es hat echt auch gar nicht mehr scharf, wie es so aus dem Winkel ausgeschaut. Voll geil. Hamburg ist so geil. Das Sportsprechen dokumentiert so.
ist auch brutal. So, ja. Na, brutal. Es schnierst du auch so mal dumm, oder? Yeah.
Wetter, ja. Jetzt, oder? Ist es rutschig? Ja.